war nach eigenen Angaben unverwundbar und doch war er erst 35 Jahre alt, als er starb. Und doch ist Arnold Henskes ein medizinisches Rätsel, welches Wissenschaftler bis heute versuchen zu lösen. Denn Mirin Darjo, wie sich Arnold selber nannte, ließ sich regelmäßig vor Publikum und Ärzten mit einem Degen durchbohren, ohne dabei zu bluten oder innere Organe zu verletzen. Thema heute: das Phänomen Mirin Darjo. Er predigte Frieden, gegenseitige Liebe und setzte sich für seine Mitmenschen ein, wo er nur konnte. Der Wundermann, wie er damals genannt wurde, kam am 6. August 1912 in Rotterdam zur Welt. Er war Zeichner für Werbekampagnen, nachdem er ein Diplom an der Akademie für Bildende Künste erwarb und hieß mit bürgerlichem Namen Arnold Garrett Henskes, bevor er sich den Künstlernamen Mirin Darjo zulegte. Bekannt wurde er ab dem Jahr 1946 durch eine Reihe von Vorführungen, bei denen er sich den Oberkörper von einem Florett oder Schwertern durchbohren ließ, ohne dabei irgendeine Art von Verletzungen davon zu tragen. Auch vor einer Reihe von Ärzten und Medizinstudenten führte er seine Unverwundbarkeit vor und ließ sich dabei sogar röntgen, um zu beweisen, dass das Florett wirklich seinen Körper durchstoßen hatte. Als Kind und Jugendlicher hatte Mirin häufig Vorahnungen zu Ereignissen, die dann auch genauso eintrafen. Da er seinen Arbeitsdienst unter der damaligen Besatzungsmacht in Holland und der Schweiz verweigerte, wurde er verhaftet und erlitt auf dem Gefangenentransport schwere Verletzungen. So wurde er sich über die in ihm schlummernden Kräfte bewusst und lernte sie schnell zu kontrollieren. Im Januar 1946 stellte er seine Unverwundbarkeit zum ersten Mal öffentlich vor, was dazu führte, dass nur wenige Monate später erste Presseartikel über ihn erschienen. Insgesamt gab er über 500 Vorführungen vor Publikum, darunter auch Ärzte und Professoren. Da es immer häufiger zu Ohnmachtsanfällen im Publikum kam, haben die Schweizer Behörden schließlich ein Verbot für seine öffentlichen Vorführungen ausgesprochen. Die von Darjo durchgeführten Experimente wurden immer waghalsiger. So verschluckte er am 11. Mai 1948 einen 35 cm langen Dolch, den er dann im Körper einfach auflösen wollte. Nachdem er den Dolch zwischen Hals- und Mageneingang positioniert hatte, erlitt er jedoch Krämpfe und spuckte Blut. Nachdem der Dolch zwei Tage später immer noch im Körper war, stimmte Darjo einer Operation zu, um den Dolch aus der Magenröhre zu entfernen. Zwei Tage nach der Operation verließ er das Krankenhaus, brach jedoch kurz darauf zusammen und starb am 26. Mai 1948 in Winterthur. Doch wie war es möglich, von einem Degen 500 Mal durchstoßen zu werden, ohne schwere Verletzungen zu erleiden? Es gibt viele Theorien darüber, die glaubhafteste jedoch ist, dass der benutzte Degen zwar sehr spitz, jedoch an den Seiten nicht scharf, sondern abgerundet war, so dass Mirins Körper zwar durchstoßen wurde, bei geschickter Handhabung aber keine großen Verletzungen nach sich zog, da innere Organe nicht angeritzt oder durchtrennt wurden. Vielmehr wichen die Organe mit nicht absoluter fester Lage dem Degen aus. Die betroffenen Organe werden bei einem glatten, sauberen Durchstoßen nicht lebensgefährlich verletzt. Doch wie ist es mit dem Durchstoß? Warum hat dieser nicht geblutet und wie konnte Darjo die Schmerzen aushalten, ohne selber in Ohnmacht zu fallen? Eine genaue Erklärung für das Phänomen Mirin Darjo hat die Medizin und Wissenschaft bis heute noch nicht.